Sie wollten Geschichte schreiben. Zum 7. Mal in Folge deutscher Meister werden. Die Herren vom Golfclub St. Leon Roth mit ihrem Kapitän Frank Adamowitz. Auf dem Faldo-Platz im Sporting Club Berlin. Und sie standen wieder im Finale gegen den Golfclub Wubbelrad. Die Vierer am Vormittag, alles lief nach Plan für St. Leon Roth. Nur einen halben Punkt ließen sie den Gegnern aus Düsseldorf. Der Weg schien geebnet. Nur noch ein letzter Schritt bis in die Geschichtsbücher. Auch die Damen aus St. Leon Roth standen wieder im Endspiel. Wieder gegen Berlin-Wannsee. Maike Fleck, ihr Putt auf der 17. Der letzte Vierer ging eins auf. Aber die Berlinerinnen schlugen zurück. Chris Uttermark war vor 2 Wochen schon deutsche Mannschaftsmeisterin mit den Seniorinnen geworden. Gleichstand. Anderthalb zu anderthalb, alles drin. Und ich denke, wir schaffen das. Die Außenseiter um Kapitän Mario Hansch glaubten an ihre Chance. Es wird passieren heute Nachmittag. Wir gehen rein und wir packen sie. Kalle! Bei den Herren lochte auf einmal nur noch Hubbelrad. Der Herausforderer machte Punkt um Punkt. Der erst 16-jährige Maximilian Meles schlug sogar einen Sean Einhaus. Ja, das wäre Wahnsinn. Es war immer schon unser Traum, mit zu gewinnen. Das natürlich war auch unser Ziel. Und jetzt, nach gestern war natürlich auch die Euphorie ziemlich groß. Und heute Morgen war es dann ein bisschen blöd. Aber jetzt stehen Chancen natürlich ganz gut. Immer dabei Deutschlands Top-Profi-Golferin Caroline Masson im Gewissenskonflikt. Freundin von Ellen Jonas St. Leon Roth und das als Hubbelraterin. Man wird sicherlich nicht von einer Nacht zur anderen zum St. Leon Rother als Hubbelrater vor allem. Aber nein, ich gucke bei meinem Freund zu und habe eine schöne Woche. Hubbelrad kämpfte. Aber Alexis Sapanos hatte diesen Putt zum Titel. Ein Stechen musste die Entscheidung bringen. 3 Spieler mussten noch mal raus. Ellen John, der erste Punkt für St. Leon Roth. Dann ein Schrei. Auch Chapanos hatte gewonnen. St. Leon Roth ist zum 7. Mal deutscher Mannschaftsmeister. Der Rest war Jubel und der Kapitän ging baden. 7-mal unglaublich, wenn ich mir denke, dass wir Geschichte geschrieben haben. Das ist einfach der absolute Traum und ich bin so froh, dass ich jedes Mal dabei sein durfte. Das war definitiv der Höhepunkt unserer Karriere. Wenn man dann merkt, dass man vielleicht die richtigen Worte gewählt hat, die richtigen Ansätze gegeben hat, dass man dann auch wirklich dahin kommt, wow, tolles Gefühl, geil. Zeitgleich hatten die Damen vom Golfclub Berlin-Wannsee das Finale für sich entschieden. Die Siegerehrung in Bad Saarow war der stimmungsvolle Höhepunkt einer dramatischen und einer historischen Meisterschaft mit den Champions vom Golfclub St. Leon Roth.